Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute besuche ich das Schloss Lauenstein. Hoch auf einem Felsen thront das Schloss über dem Mücklitztal. Sozusagen ein echter Geheimtipp für Kultur- und Naturfreunde. Über den Ursprung der Burg schweigen die historischen Quellen. Gegründet wird Lauenstein sehr wahrscheinlich um 1200 als eine Grenzburg. Ob diese die Markgrafen von Meißen oder das böhmische Adelsgeschlecht der Hrabičica zur Sicherung ihres Landes anlegen ließen, ist ungewiss. Erstmals schriftlich erwähnt ist Lauenstein 1241. Noch heute erinnert die Ruine auf dem äußeren Felssporn an die mittelalterliche Burg. Im 14. Jahrhundert errichtete man einen feuerfesten Wohnturm aus Stein, in dem Lager und Wohnräume der Burgherrschaft untergebracht waren. Im 15. Jahrhundert führten steigende Ansprüche zum Bau eines massiven Wohngebäudes, Palas genannt. Später entstand auch der Festsaal im Wohnturm, eine Torwächterstube und ein schmaler Durchgang in den Burghof sowie ein Wendelstein nach dem Vorbild der Albrechtsburg Meißen. Hier ist der alte Zugang zur Burg zu sehen. Damals gelangte man über eine Zugbrücke in die Burg. Der Festsaal, auch Trompetensaal genannt, musste nach einem Brand von 1594 neu ausgestattet werden. Er erhielt ein massives Gewölbe mit Konsolen, die mit figürlichen Darstellungen versehen waren. So stattete Günther von Bünau das Schloss mit diesen einzigartigen Konsolen reichlich aus. Sie zeugen noch heute von der Kunstsinnigkeit des Bauherren Günther von Bünau und der nachfolgenden Generationen der sächsischen Adelsfamilie, die 3 Jahrhunderte auf Lauenstein residierten. Der Saal wurde 1849 wegen der Baufälligkeit bis auf die Nordwand abgetragen. Um 1517 gelangten das Schloss und Lauenstein in den Besitz der von Bünau. Rudolf von Bünau kaufte die Burg Lauenstein von den Herren von Salhausen ab. Innerhalb der Familie wurde das Schloss bis 1821 weitervererbt. Um 1592 erwirbt Günther von Bünau das Schloss, nachdem er einige Jahre in den Diensten Kaiser Rudolf II. Und des sächsischen Kurfürsten Christian I. stand. Nach dem Lauensteiner Stadt- und Schlossbrand von 1594 ließ er Stadt, Schloss und Kirche wieder aufbauen und mit wertvollen Kunstwerken ausstatten. Der beeindruckende Wappensaal, der Vogelsaal und das Musikzimmer sowie viele interessante Details zeugen noch heute von der Kunstsinnigkeit des Bauherren Günther von Bünau. Es ist das Jahr 1781. Rudolf von Bünau vermählt sich mit Charlotte Luise Gräfin Kusel, der Enkelin von August dem Starken. Schloss Lauenstein wird somit am 19. April 1781 das Stammschloss der deutschen Nachkommen der Reichsgräfin von Kosel. Rudolf ist kurfürstlicher sächsischer Geheimrat und Gesandter in Paris und seit 1796 Reichsgraf. Er vermählt sich mit der Tochter des Grafen von Kosel und der Gräfin Friederike von Holzendorf. Graf Kosel ist der Sohn von August des Starken und der Reichsgräfin Kosel. Musik.
Der festliche Saal mit seiner einzigartigen, prächtigen Stuckdecke aus dem Jahre 1609 erinnert an die Kunstsinnigkeit der Herren von Bünau, die das Schloss damals ausbauen ließen. Der Vogelsaal beeindruckt mit seinen wertvollen Malereien aus dem 17. Jahrhundert. Das doppeljochige Sterngewölbe ist mit Renaissance-Ornamenten und Tierdarstellungen bemalt. Auch auf den Fensterleibungen konnten Restauratoren Fragmente von Wandmalerei freilegen. Auf dem Gemälde sieht man Margarete von Pflug. Sie war verheiratet mit Caspar von Bernstein. Sie brachte zwei Söhne und eine Tochter zur Welt und stirbt im Januar 1638 im benachbarten Bärenstein. Mit dem Bild ist die Sage von der unglücklichen Margarete verbunden. Sie soll wegen ihrer Liebe zu einem ihr nicht ebenbürtigen oder nicht standesgemäßen Jüngling eingemauert worden sein und ruhelos im Schloss Bärenstein spuken. Religion spielte im Leben der einstigen Schlossherren eine bedeutende Rolle. Davon zeugt die Kapelle. Diese wird um 1500 im Stile der Gotik errichtet und im 19. Jahrhundert umgebaut. Wertvolle Konsolköpfe aus Sandstein, die um 1600 geschaffen wurden und zu ihrer Entstehungszeit den großen Trompetensaal zierten, sind hier ausgestellt. Für die Herrschaft Lauenstein spielte die Jagd stets eine wichtige Rolle. Schon im Mittelalter wurde die Jagd mehr und mehr zum Privileg der Adligen. Die Grafen von Bünau hatten das Recht der hohen und niederen Jagd. So erzählt die berühmteste Lauensteiner Sage über einen spektakulären Kindesraub. Der Schlossherr von Lauenstein war um das Jahr 1651 auf einer Reise gestorben. Seine Gemahlin Agnes Katharina von Bünau, die nun Besitzerin von Lauenstein war, gebar 3 Monate nach dem Todesfall einen Knaben. Als der Knabe 2 Jahre alt war, weilte die Mutter mit dem Kind an einem schönen Frühlingstag auf einem unweit des Schlosses gelegenen Hügel. Der Knabe schlummerte auf dem weichen Rasen. Die Mutter entfernte sich, um Blumen zu pflücken. Plötzlich kam ein gewaltiger Greifvogel aus dem Wald geflogen, der das schlafende Kind mit seinen Fängen erfasste und sich mit ihm in die Lüfte erhob. Glücklicherweise hatte der am Schloss angestellte Falkner den Vorgang beobachtet. Dieser schickte seinen mutigsten Jagdfalken. Er bedrängte den gewaltigen Greifvogel dermaßen, dass der Adler das Kind loslassen musste. Da er wegen der beträchtlichen Last nicht sehr hoch geflogen war, fiel das Kind unbeschadet in die Wiese. So bekam die Mutter den Knaben wohlbehalten zurück. Im Alter begann man den Wald für den Bau von Burgen und Siedlungen zu roden. Denn in Sachsen hatte man Silbererz und in Böhmen Zinnerz gefunden. Die Grenzen mussten also gesichert werden. Dies geschah zwischen 1200 und 1400. Zu dieser Zeit wurde die Burg Lauenstein errichtet. Etwa 200 Jahre später wurde das repräsentative Schloss auf der Grundmauer der Burg errichtet.
Finanziert wurde es aus den Gewinnen des Bergbaus. Die Grafen von Bünau leiteten mehr als 300 Jahre die Geschicke der Region. Sie waren für die Organisation und Verwaltung des Zinnbergbaus zuständig. Noch heute zeugt die Darstellung über dem Hauptportal des Schlosses von der Hochachtung der Schlossherren vor der Arbeit der Bergleute. Denn der Bergbau begründete vor allem den Reichtum der Familie von Bünau in Lauenstein. Verbunden mit der Herrschaft Lauenstein ist die Rechtsgeschichte. Auf Schloss Lauenstein wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts Gericht gehalten. Zahlreiche Akten aus dem 17. und 18. Jahrhundert erlauben uns heute einen Blick in die Zeit der Grafen von Bünau, die das Privileg der niederen und hohen Gerichtsbarkeit innehatten. Das bedeutet, sie durften neben Geld-, Leibes- und Schandstrafen auch über Leben und Tod der Menschen entscheiden. Ein finsteres Verlies aus dem Mittelalter auf dem Gelände der Burganlage zeugt ebenso vom Umgang mit einzigen Kriminellen wie die Arrestzellen und die Wächterstube aus dem 19. Jahrhundert in den Kellern im Ostflügel des Schlosses. Möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!